Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns Fankrest, dem vierten Boss aus dem Tempel von Ankirai an. Der Beginn des Kampfes ähnelt dem Brutlord Lashlayer Encounter, also dem dritten Boss aus BWL, da ihr, bevor ihr diesen angehen könnt, euch durch eine Art Suppression Room schlagen müsst, nur ohne Fallen, dafür mit ganz vielen Käfern. Die kleinen werden weggebombt und die etwas größeren gefokust. Haltet euch einfach immer links bzw. in dem Gang, in dem ihr startet, und geht kontrolliert zusammen durch. Am Ende angekommen müsst ihr aufpassen, denn in diesem Raum befindet sich Fankrest, welcher eine riesige Aggro-Range hat. Es gab damals in Vanilla eine Art Safe-Spot auf der linken Seite. Seid aber allgemein vorsichtig und tastet euch erstmal langsam ran. Nicht, dass ihr direkt im Boss pullt und von vorne starten müsst. Hier könnt ihr dann nochmal trinken und euer Mana voll machen. Bevor es jetzt zum Boss geht, wenn ihr uns wie immer supporten wollt, lasst doch gern direkt einen Daumen nach oben sowie ein Abo mit aktivierter Glocke da. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Fankrest selbst zählt unserer Meinung nach zu den einfachsten Encounter aus Akku 40. Der Boss an und für sich ist Tank and Spank und wird in der Mitte des Raumes mit dem Gesicht weg vom Raid getankt. Er hat so gesehen nur eine einzige Fähigkeit namens Tödliche Wunde, welche in einem Cleave vor ihm im besten Fall nur den Tank trifft. Diese verringert eure eingehende Heilung pro Stack um 10%. Sobald der Main Tank also ein paar Stacks hat und somit deutlich weniger Heal bekommt, muss ein zweiter übernehmen. Mehr kann der Boss nicht. Das Schwierige an dem Kampf ist, die Ads zu kontrollieren. In regelmäßigen Abständen spawnen kleine Drohnenkäfer in einem von drei Tunnelausgängen. Diese müssen direkt von einem Tank an sich gebunden werden. Wenn genügend gesammelt wurden, direkt gemeinsam bomben. Feral-Druiden bzw. Prot-Paladine bieten sich hier vor allem zum Tanken an. Zudem spawnen Würmer oder auch Brut vom Fankrest genannt, welche ebenfalls direkt von einem Tank an sich gebunden werden müssen. Diese sind das Schwierigste an dem Kampf, da sie nach 20 Sekunden automatisch in einen Enrage gehen und massiv Schaden raushauen. Die Würmer haben also immer Prio Nummer 1. Seht ihr einen von diesen, ist das euer absolutes First Target. Sollten sie nach 20 Sekunden in den Enrage gehen, weil ihr zu langsam wart, direkt mit allem, was ihr habt, stunnen, sodass sie am besten keinen Hit mehr rausbekommen. Ab jetzt machen sie nämlich nicht mehr wegheilbaren Schaden. Als letzte Fähigkeit wird ein zufälliger Spieler mit Umschlingen getroffen. Diese wird dann eingenetzt und vor einem Käferausgang platziert. Dadurch bekommt er massiv Damage rein. Es muss also direkt angesagt werden, wer sich darin befindet, damit diese geschildert und geheilt werden kann. Sollte die Heilung nicht ausreichen, kann ein Off-Tank diese übernehmen. Der Boss ist also wirklich nur Tank and Spank mit einem regelmäßigen Tankwechsel. Außerdem müssen die kleinen Käfer kontrolliert, gebombt sowie die Würmer sofort gefokust werden. Der Spieler, der eingenetzt wurde, zudem direkt overhealen und schilden. Als Damage-Klasse wie immer im Aggro unter euren Tanks bleiben. Das war's dann auch. Bestimmte Encounter-spezifische Consumables gibt es hier nicht. Höchstens vielleicht einen begrenzten Unverwundbarkeitstrank, sollte euer Off-Tank Probleme damit haben, die Erz an sich zu binden. Unserer Meinung nach, wie ja auch schon erwähnt, einer der, wenn nicht sogar der einfachste Boss in Akku 40. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen sowie ein Abo und einen Kommentar da. In diesem Sinne, viel Spaß bei Fankrest und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.